Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4. Folge 7 steht heute an und wir fahren heute etwas, was gut in den Winter reinpasst, und zwar den Volvo V60 Polestar. Und Polestar heißt, für die Leute, die im Englischunterricht aufgepasst haben, Polarstern. Deswegen würde ich sagen, dieser kleine Schwede hier passt, oder was klein, das ist ein Riesending. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen auf der Straße. Ist nicht unbedingt von schlechten Eltern. Den kann man sich dann schon mal anschauen. Ich würde auch gerne in den Motorraum schauen können, aber irgendwie hat die Kamera hier einen ab. Ich habe keine Ahnung, was ist. Naja. Jetzt sagen wir, gehen mal zurück und schauen mal, was wir an dem so machen können. Ja, heute ist ja, wie gesagt, Polarsterntag. Das, was ich heute machen will, sagen wir es mal so, ist die ganzen Straßenrennen, die wir mal so haben. Ein bisschen abschließen, ein bisschen was machen. Und ja, schauen wir mal. Es ist kein Bodycat, schade. Gucken wir mal, was am Polarstern so geht. Na, wir wollen jetzt hier kein Cup-Auto draus machen. Nee, nicht mit dem Spoiler. Was haben wir überhaupt für Leistung? 258 kW. Das können wir ja mal kurz ausrechnen. Ich will ja mal das Ganze ausrechnen. 1,8 Tonnen. Ja. 3 Liter Motor. Okay, und 500 Newtonmeter. Jetzt schauen wir mal, was sagt mein Taschenrechner. Jo, also 258 mal 1,36 ergibt 351 PS, wenn wir es hochrechnen. Okay. Mit Allradantrieb und Frontmotor. Gut. Was geht hier? Bin mal gespannt. 6,2 Liter V8. Sollen wir einen V8 reinballern? Nochmal 380 kW. Was hat man denn dann an Leistung? 380 mal 1,36. 570. Deutlich mehr Hubraum, ne? Aber ne, den Motor, den wir da haben, den fahren wir eh noch. Das ist, glaube ich, ein Mercedes-Motor. Keine Sorge, den fahren wir auch noch. Aber ich habe irgendwas gebraucht für den Winter. Und Reifen brauchen wir natürlich jetzt empfohlen. Die hier. So, wieder schöne breite Reifen auf jeden Fall. Gutes Handling. Und ich würde sagen, das ist ja so ein typisches Papamobil, ne? Ich würde den optisch fast so lassen. Wir machen einen Sleeper draus. Ja. Machen wir Rennkupplung rein. Besseres Getriebe. Einfach mal innerlich ein bisschen aufwerten. Genau. Fahrwerk. Also bessere Rennbremsen. Federn. Können wir noch tiefer? Da gehen wir mal auf die Sportfedern. Ja, wie gesagt, der soll halt ausschauen wie Papas Kombi. Ne? Rennstabis. Ja, nur von den Federn her möchte ich nicht ganz so hoch haben. Beziehungsweise, wir können ja von den Federn her. Können wir den ja. Wir können den ja erstmal tief legen, ne? Jetzt schauen wir mal. Machen wir mal eine Sportgewichtsreduzierung. Ja, weil wenn man so reinguckt, soll es immer noch alles drin sein. Tacho und so. Bla, bla, blub. Und jetzt so mein typisches Tuning, sage ich mal. Bessere Auspuffanlage. Bessere Nockenwellen. So, mehr Hub. Der ist sogar Turbo geladen. Ja, hau rein. Größten Turbolader. Wie gesagt, alles soll von außen erstmal nach nichts ausschauen. Das ist so mein Ding. So, bessere Schwungscheibe. Was war noch? Bessere Kolben? Ja, komm, wir bauen den mal gut auf. Und hier noch den Einlass. Höher. Was haben wir jetzt eigentlich an Leistung? 458. Wir hatten vorhin 381, ne? Genau, jetzt haben wir 458 mal 1,36. 623 PS. Läuft. Allrad. Sehr schön. So nehme ich den. Genau. Einschränkung installiert. Yes. Ja, ja. Einfach mal 200 kW draufgeknallt. Sehr schön. So gefällt mir ein Polestar. So kann die Folge anfangen, Mann. So ist es cool. Papis Kombi, weißt du, das Blau ist so diese Standardfarbe, die Felgen Standard, Reifen ein bisschen breiter, okay, Winterreifen könnte man halt sagen, haben wir drauf, deswegen sind sie breiter, tiefer, weil viel drin ist, ne, weil Papa muss halt das Produkt zum Kunden bringen, den Staubsauger, die Waschmaschine, ihr wisst schon, ne? Jetzt können wir trotzdem mal gucken, was gibt's denn an Lackierung dafür? Vielleicht gibt's ja irgendwie so eine, noch 5, wir könnten auch grau machen, dann wäre noch 0815er. Wow, das schaut auch nicht schlecht aus. Gibt schon ein paar schöne Lackierungen. Ich würde aber echt gerne in den Blau lassen, weil das Blau gefällt mir eh schon sehr.
Genau. Das ist. Ja, das passt schon. Wollen wir unseren Charakter nochmal anpassen? Schauen wir mal, was wir unseren Charakter nochmal anstalten können. Obwohl, wir haben ihn erst umgezogen, ne? Okay, trotzdem. Weißes T-Shirt haben wir jetzt. Hier kommen so richtig Papa Vintage Racer. Ja, Jacken. Stimmt, wir haben jetzt einen Parker. Genau, machen wir dann die. Der ist schon wieder so schlecht, ja, dass ich sagen würde, ich würde ihn sogar anziehen. Komm, Erdbeerparker. Beine? Was haben wir denn da? Rock, genau. I love it. Die Schüche, was haben wir? Haben wir eigentlich irgendwas für ein Sch für den Winter? Türkise Slipper. Wir haben keine Winterschuhe. Ja, Bikerstiefel und so. Quark-Gummi. Ah, nicht da reinschauen. Ah, ich würde sagen, ich ziehe mal die schwarzen Gummistiefel an. Kopfbedeckung. Haben wir ja jetzt hier die Berserina-Kappe. Da haben wir nichts Neues, da haben wir auch nichts. Ich würde ihm halt echt gerne so einen Schnäuzer verpassen, wenn es geht. Aber können wir ja nicht. Schade. Lass dir einen wachsen, du Juppie. Genau, braune Lederhandschuhe. Outfits haben wir auch noch keins. Wir haben den Dab. Wie geht eigentlich die Welle? Hui, komm, das nehmen wir als Angeberkarre. Genau. So, sind wir fertig. Jetzt kann es losgehen in der Folge. Sehr schön. Ah, ich muss wieder das Radio ausmachen. Spiel, so geil deine Musik ist, ich weiß, aber warum übernimmst du nicht die Einstellungen? Ich verstehe es nicht. Ich will das nicht. Ich will das schon, ich kann bloß nicht, ich darf nicht. Weil YouTube dann sagt, nein. Das ist nicht. Weil du bist ein YouTuber und du kriegst sonst ein Strike. Und jetzt machen wir. Filter ändern, alle raus. Straßen und Straßenszene, das wollen wir heute machen, genau. Und da haben wir hier ein Straßenrennen, da haben wir da ein bisschen was, da haben wir Straßenszene, genau, sogar zwei Rennen. Ja, die wollen wir heute alle mal machen, damit wir den Kollegen hier mal ein bisschen einfahren. Ja, machen wir erstmal hier. Das haben wir doch schon. Das haben wir ja schon, das Rennen fällt mir gerade auf. Überall, wo ein Pokal ist, haben wir es ja schon. Dann machen wir mal das hier. Aber. Warte mal, wo haben wir es denn? Zum Festival, ja. Dann nutzen wir das mal. Sparen wir uns ein bisschen Zeit heute. Ein Fuhrpark von 6,3 Millionen. Sehr schön. Na gut, das machen auch die ganzen James Bond Autos, die ich habe. Die fallen mir auch mal noch aus in der Folge oder zwei. Genau, können wir hier raus. So ein Polestar. So ein Polarstern. Dann geht's schon ab. Ja, doch. Aber was ich noch machen wollte. Ich weiß, ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander, weil es ist früh. In der Früh, es ist Wochenende. Oder tunen. So, 333 km/h. Merkt schon, dass er recht schwer ist. Federn. Ja, die lassen wir mal sogar so. Wir könnten die noch tiefer setzen, aber wir lassen sie sogar so. Das sieht nämlich immer noch. Bremskraft vielleicht ein bisschen erhöhen, weil wir doch ein recht schweres Auto haben. 20% mehr, genau. So. 333 km/h ist schon ordentlich. Ja, guck mal, wie hoch der auch dreht. 7.500. Wir haben den ordentlich Power gegeben. Der fühlt sich aber gut an. Er ist schwer. Das merkt man. Aber er hat was. Er hat was. Ja, dann würde ich sagen, Super Saloons, genau. Warum nicht gleich gegen M5 und Co. antreten, ne? Yes, wir machen die Welle mit unserem Erdbeerparker. Yes, ah. Und dem Schattenrock. Ah, der schaut schon geil aus, der Volvo. Doch, wären die Autos nicht so verdammt teuer, wäre das schon ein richtig nices Teil. Ja, steht doch M5, M6. Was haben wir denn eigentlich jetzt alles drin? Guck mal. Ein M3, ein Volvo V60, ein Jaguar XFRS, ein RS6, oh, auch noch ein Auto, was ich fahren will, genauso wie ein RX7. Genau, ein Jaguar XES, ein RS4, ein Infiniti Q50, RS4 nochmal, ein Panamera. Alles in unserer Leistungsklasse. Ich habe Angst vor dem Panamera, weil die haben gut Bums. Aber gut. Oder auch die Audis, ja.
Na gut, mit unserem Schweden-Mercedes, wie man so schön sagt, können wir auch mal Gas geben. Ja, was sagt denn die teuren RS-Modelle? Ich glaube, die haben gar keine Up-Tuning-Teile mehr drinnen, ne? Habe ich so mal gesehen. Auf YouTube. Dass sie teilweise keine Abteile mehr haben. Schade eigentlich. Hat der Abt was dagegen? Oder hat der Audi was dagegen? Weil ich meine, du kannst ja Abt-Modelle bei Audi bestellen. Also ist ja nicht so, dass man sagt, hey, ich muss unbedingt bei Abt gehen. Zu Abt gehen. Wenn man das Auto verkauft, Audi ja trotzdem noch. Abt ist ja bloß der Tuner von denen. Aber gut. Warum die Kempner nicht drin sind? Ich habe keine Ahnung. Ah, es sind 4-Runden-Rennen. Okay. Schon mal auf Platz 3. Ich wusste zwar, dass ein Rundkurs ist, aber 4 Runden? Ja gut, ist ein kleiner Rundkurs, ne? Man merkt einfach, dass er träge ist. Das ist einfach, auch wenn es die beste Variante ist, die beim V60 angeboten wird. Also Podium muss schon drin sein. Und das ist auch drin. Jetzt kommt der M3 hier. Da vorne hast du ein Sportauto und hier hast du Papis Kombi. Weil die Volvos als Familienautos gar nicht so schlecht sind, weil sie einfach Platz haben ohne Ende. So, letzte Runde. Oh. Bremskraft zwar erhöht, aber ja. Ich musste auch ein bisschen mehr mit dem Reifendruck spielen. Das ist immer das Problem, dass ich das noch nie gemacht habe bei Forza-Spiel, so wirklich. Beim Nissan hat es nichts gebracht vor ein paar Folgen. Deswegen. Noch ein V60, immerhin Volvo Brothers vorne. Immerhin. Und noch eine Runde oder zwei mehr und ich hätte ihn. Aber gut. So leider nicht, aber ist okay. Ist okay. Wir fahren sogar noch was. Ich habe gerade übersehen, dass wir noch eine Runde fahren. Echt jetzt? Okay. Hast du gerade mal geguckt, ob ich die Aufnahme gestartet habe? Zum Glück ja. Das wäre jetzt. Na gut. Oh, komm schon. Jetzt aber. Gut, es wird. Wir kommen nicht ran. Merkt man aber auch die Schwierigkeitsstufe. Oder kommen wir ran? Boah, Dive Bomb des Todes. Aber wir gewinnen noch. Wir gewinnen das Ding noch. Ja, hallöchen. Selbst er ist ziemlich Serie. Sehr schön. Aber wie knapp, hey. 1/10 Unterschied, nicht mal. Da war nochmal ein V60, oder? Nee, die Audi Brothers vorne dabei. Sehr schön. Dab. Dahinter ein M3. Ja, der M3 ist auch nicht schlecht. Kontostand wächst wieder. Sehr gut. Nochmal Einfluss. Und, wir haben einen Huracan in der Garage. Sehr schön. Oh, Modern Supercast T-Shirt kriegen wir danach. Und ja, es fehlt nicht mehr viel, bis wir zum Frühling kommen. Da kann man ja mit dem Volvo eventuell reinfahren heute noch. Das wäre eins nice. Du bist in Runde 4 dabei. Es wurden neue Straßenrennveranstaltungen zu deinem Kalender hinzugefügt. Jetzt wird der Wettbewerb langsam heftig. Viel Erfolg. Ja, schauen wir erstmal, was hier unten noch abgeht. In dem Bereich haben wir alles. Jetzt haben wir hier mal ein Straßenrennen. Machen wir das gleich mal. Ja, Papi will auch mal ein bisschen Action abseits der offiziellen Wettbewerbe. Das ist schon, Alter, wie der halt auch klingt. Ich weiß gar nicht, was der, hat er einen 5-Zylinder, 6-Zylinder? Ich weiß gar nicht. Und da hat er sogar einen V8. Also wir haben den großen Motor nicht eingebaut. Wir haben den großen Motor vom Mercedes nicht eingebaut. Ein bisschen auf Fähigkeiten testen, aber ist ja eher ein Autobahnbomber. Genau, das könnten wir auch noch machen. Zum Ende der Folge mal über die Autobahn heizen und mal gucken, was einfach so geht. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob er wirklich die 330 fährt. Das fährt der Abarth hier falsch. Mein Gott, wir sind noch hier in Schweden. Da fährt man links, rechts, Entschuldigung. Und überholt links. Also ich fahre meistens links, weil ich da überhole. So, der Solo. Oh, du,
Ey, die Klamotten teilweise echt. Ich hätte wieder die Haifischschuhe nehmen sollen. Aber gut, wir wollen ja mal ein bisschen durchrotieren, wenn wir schon immer wieder neue Sachen bekommen. Und ich glaube, jetzt bekommen wir dann den Skyline, ne? Nice. Bei Nacht. Da stehen die Supersportwagen und wir stehen da mittendrin. Was haben wir denn da in Konkurrenz? Ein Fahrer 458, einer meiner Lieblingsfahrer ist, by the way. Ein Dodge Viper, ein Huracan, F12, Aston Martin Vanquish, okay, der Rally Beetle, eine Corvette, ein Aventador, California T, Alfa Romeo 8C, eine Horizon Edition, Forza Edition und ein Porsche Rennwagen. Ja, vor allem der Aventador mit 882 Li. Ich glaube, wir sind mit dem Ferrari, ja gut, der Aston Martin ist so ein bisschen schwächer. Aber okay. Wir starten es trotzdem mal und gucken mal, was rauskommt. Das ist die Rennen-Corvette hier. Man sieht sogar ein bisschen das Innenleben. Der Beifahrer. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus innen, ne? Ja, der Rallye. Ein Beetle ist halt schon auch ein gefährliches Ding, weil der vielleicht nicht so schnell fährt von der Höchstgeschwindigkeit, aber beschleunigen kann hier nochmal was. Und weil fährt auch Tenor Faust. Oh, da ist ein riesen Räumgefährt gewesen. Weil vielleicht Tenor Faust sogar dran hockt. Wer weiß. 12.000 noch was Einfluss. Danke, Aston Martin. Danke, danke, danke. Inzwischen ist es ja auch bei Forza-Spielen, also bei Horizon-Spielen zumindest, eigentlich wurscht, wie gut du abschneidest. Du kriegst immer irgendwie einen Fortschritt, du kriegst immer irgendwie Punkte dafür. Und das ist halt schon was Nices. Aber gut, wir haben jetzt... Darauf gehen wir jetzt auf Platz 6. Wir haben uns jetzt 2 Plätze vorgekämpft und sind schon wieder dran hier. Überholen wir den California T. Sade. Ordentlich bremsen. Wenn wir selbst mit einer fetten V10 Viper hier mithalten können. Weil der Dodge Viper nur V10 hat. Ja, lieber Lambo. Hat das jetzt ausgenutzt? Vernünftig? Egal. Komm schon. Mit deinem Ferrari, geh weg. Mit der 458. Ja, wenn der Polestar den 458 überholt. Oder der Volvo. Ja, viel Spaß. Na ja, gut, die Schwierigkeitsstufe, ich sehe schon, wird trotz alledem wahrscheinlich in ein paar Rennen wieder erhöht. Was ja in Ordnung ist. Langsam steigern, bis wir glücklich scheitern. Hat es sogar gereimt. Langsam steigern, bis wir glücklich scheitern. Ja, doch. Nice. So, ich hoffe, dass wir heute noch den Frühling erreichen. Dann können wir auf der Autobahn ein bisschen bei wärmeren Temperaturen fahren. Was nicht unbedingt schlechter ist für die Fahrzeuge. Das Fahrzeug, klar, Kälte ist immer etwas besser. Na gut, da fühlt sich der Volvo natürlich auch jetzt wohler als geborener Schwede. Jetzt sollte ich vielleicht doch noch mal Gas geben. Puh. Wäre ich nicht in die Mauer reingefahren, wäre das schon noch nicht so uninteressanter gewesen. Aber so. Der Aceton fährt ja gar nicht mit. Warum fährt denn der Mike eigentlich nicht mehr mit? Ich bin enttäuscht. Bei den Beatles war er dabei vor ein paar Folgen. Tenor Faust fährt nicht Beetle. Schade. So, jetzt sagt unser Einfluss. Weil viel fehlt halt nicht mehr, ne? Wann waren es 12.000? Skyline! Oh, nice. Ein Skyline. Oh, ich weiß, glaube ich, was wir im Frühling fahren. Das war Stufe 14. So, noch knapp 8.000, nicht mal ganz 7.700, schlag mich tot. Du bist in der nächsten Runde. Ich ruf dich an, wenn Ort und Zeit feststehen. Und falls Kira fragt, gehen wir beide einen Kaffee trinken. Also einen Mitternachtskaffee. Genau, so machen wir es. So, nicht anders. Wo bin ich eigentlich? Hier. Genau, dann können wir nämlich nochmal ein Straßenrennen machen. Es schneit sogar. Sehr cool. Schneit sogar. Sehr atmosphärisch, sehr cool gerade. Jetzt haben wir uns das Schild noch. Das bestimmt irgendwo da hinten ist. Jo. Schnellreiseschild, sehr gut. Sorry, aber dein Mazda schiebe ich mal weg, Kollege.
japanische Klump, den will doch keiner. Doch, natürlich. Und Mazda 3, MP3S, wie auch immer die heißen, würde ich auch gern fahren. Habe ich erst die Tage einen vorbeifahren sehen bei mir an der Arbeit. Sieht nicht schlecht aus. Na, mache ich doch. Guck hier. Ah, schaut das geil aus jetzt mit dem Auto. Das passt perfekt. Das könnte jetzt auch Schweden sein. Und der Ballon mitten im Dezember. Ne, ich habe mal ja Februar, wenn es mal gesteuert wird. Ah, hier am Wasserfall. Hier haben wir sogar noch einen Aussichtspunkt. Den haben wir noch nicht betätigt. Her damit. Gibt immer wieder Punkte, ne, dafür. Deswegen, why not? Derwent Whitewater. Hier kann man nach ein paar Nächten im Gelände gut duschen. Glaub mir. Alter, wie das im Auto halt dazu passt. Wir sind an einem Wasserfall und machen die Welle. Es wird nicht besser mit den E-Bouts. Mein Gott, 3000 Einfluss gibt es gleich. Wahnsinn. Müsste ja durch meine ganzen Urlaubsreisen letzten Jahre auch ganz schön viel Einfluss haben. So, wieder Solo. Wieder die Super Saloons. Ja, warum nicht? Und wieder den Volvo. Aber ganz ehrlich, die Emotes, alles so lächerlich. Aber gut, klar, was bei Fortnite seit ein, zwei Jahren funktioniert, warum dann nicht auch, ne, bei hier Wasser? Warum nicht? Mal schauen, wie es im Motorsport wird. Gut, Konkurrenten werden wahrscheinlich die gleichen sein. Ja. Also die Alfa Romeo Giulia. Quattrifoglie, schlag mich tot. Einfach mal ein bisschen reinhalten. Gegenhalten. Fertig. Oh, der Audi. Kommt da ins Schlingern? Bisschen zu viel Power, hä? Obwohl, zu viel Power. Na, kommt der Schnelle von hinten. Ja, teilweise ist ja schon so ein bisschen das Duell der Autobomber, ne? Also in langen Geraden kommen wir schon ran, ne? Oder auf den Geraden generell. Oder auf so schnellen Kurven auch. Das Gute ist, dass wir im Vergleich zu den BMW-Modellen auch Allrad haben. Und daher gib ihm. Weil es gab ja auch so viele BMW-Modelle früher, ne? Mit V10-Motor, V12 teilweise. Und Allrad und hast du nicht gesehen und yo. Also, ich weiß noch, ein Kumpel von mir, dessen Vater hat den BMW M6 mit V10-Motor. Oder hat ihn sogar noch, glaube ich. Das Ding war eine Maschine, du. Oh, der war schön laut. Oh, wir haben fast die 200.000. Jetzt ja gleich ab in den Frühling. Sorry, da hast du ein schönes Rennen gefahren jetzt, ne? Und nur am Anfang ein bisschen gekabbelt. Aber gut, wo ist eigentlich unser Volvo-Kumpel vom letzten Mal? Ich weiß leider nicht, wie der Fahrer hieß. Das ist sogar ein M2 vor uns. Okay. Das andere ist ein M5. Okay, wollen wir mal die Bayern überholen hier? Das ist ja, wo die Bayern überholen? Das ist ja hier. Der Wahnsinn hier, guck mal da. Da bremst er. Hat Angst vor dem Volvo. Vor dem Schweden, geh. Nicht, dass er mit Köttbullar um sie wirft und dir einen Imbusschlüssel schenkt oder damit du sein Auto auseinanderbaust und wieder zusammenbaust. Das war jetzt sehr viel Vorteile, aber egal. I'm Doughty 8. So, ich bin der Bauer. Servus, Christi. Steht da auf meinem Nummernschild. Aber ein Nummernschild ist es ja nicht. Ich habe bloß eine Nummer drauf. Das ist ein Nummerschild. Kein Nummernschild. Nummerschild. So. So, ziehen wir davon. 4-Zei. Servus. Ein 1er war das sogar, ein 1M, okay. Ein 1M von mir. Kia Stinger ist sogar mitgefahren. Okay. Da hat zu tun, dass im RS4 mitgefahren. Ich glaube, es war der, den es vorhin so ein bisschen quergestellt hat am Anfang. Der 1M schaut auch ein bisschen aus wie ein 2er, aber gut, ich glaube, der 2er basiert auch auf den. Ich kenne es auch nur die ganzen anderen normalen 1er. Das sind, glaube ich, dann die
Coupé-Dinger? Ich habe keine Ahnung, diese... Ja. Keine kompatiblen Mehrspieler-Server gefunden. Ja, okay. Dann von mir aus halt nicht. Qualität für die Frühlingssaison. Oh ja. Stimmt, im Frühling muss man dann noch fahren, dann kommen wir dann ordentlich zum Hauptspiel. Gut, das werde ich jetzt dieses Wochenende machen, also hallo, heute noch Amigo. Vor Release. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es zur Frühlingssaison geschafft. Treffen wir uns auf dem Festival und mein Team kümmert sich um dich. Genau, da steht es ja. Matrix Adventure Park. Das habe ich doch in der letzten Folge, glaube ich, angesprochen, ne? Ja, jetzt haben wir es doch. Genau, fahren wir zum Horizon-Gelände. Ja, schauen wir das mal an. Also Spielermodus, da machst du halt automatisch. Achso, haben wir eigentlich jetzt halt einmal. Noch mehr neue Autos, hey, sehr schön. Hier noch ein V-Spin, machen wir den doch. So, dann zeig mir mal, was du hast. 40.000, sehr gut. Haben wir einen Teil vom Volvo wieder drin, weil der hat gekostet 65.000 oder so. Also in Credits ziemlich günstig. So, vorne ist sogar noch ein Schild. Das nehmen wir mit, dann fahren wir zum, jetzt noch zum Festival und dann heizen wir über die Autobahn. Bestimmt, nee. Das sind Schildchen. Toll. Was ist denn das Schild? Ach, da. Neben dem Land Rover. Hallo, ich möchte gerne da durch. Und echt jetzt? Dann fahren wir halt da wieder durch. Raus. Zack. Machen wir uns unsere Einfahrt selber. So. Da ist auch nochmal ein Schildchen, das nehmen wir auch noch schnell mit. Ja, die Folge wird dann wieder normal lang, sage ich jetzt mal. Ja, also 30, 35 Minuten. Das ist so momentan eine Folgenlänge, die ich auch generell sehr gerne gerade schaue. Also ich habe da selber nichts dagegen. Ja, vor allem bei Horizon-Folgen. Wenn man so ein tolles Auto hat hier wie dem Volvo. Wenn eine Einflusstafel zerstört. Route wird neu berechnet. Na, mach das mal. Bin ich gespannt, was es mal im Frühling so gibt. Dann kann ich mir auch wieder vorstellen, ein bisschen Offroad zu machen, nachdem wir die letzten zwei Folgen ja doch Straßenrennen gemacht haben. Oder halt, ja doch Straßenrennen. Zack, da mal rein. Ah, der Volvo, der passt hier so schön rein. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, so viele Offroad-Dinger. Ah. Mama. Da hat man ja noch hier eine TÜV-Platte, ne? Na gut, da geht Papas Volvo nicht quer, sorry. Aber die Straße ist wirklich nur dann erkannt, wenn ich hier drauf bin. Jetzt. Jetzt. Ja, ich habe mich doch schon längst qualifiziert für den Frühling. Genau. Übergang zur nächsten Jahreszeit. Jo, schauen wir mal. Es taut alles, ne? Es wird grün. Es regnet ein bisschen mehr. 17 Minuten haben wir auf dem ersten Platz verbracht. Ah, das ist ja schön. Ich bin so kurz davor, dich in den Horizon-Kader aufzunehmen. Aber du musst mich noch ein kleines bisschen mehr überzeugen. Und wie es der Zufall so will, bereiten wir uns auf unser riesiges Frühlingsschaurennen vor, für das ich einen Fahrer suche. Wenn du mich beeindruckst, sehe ich zu, was ich machen kann. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir mal hier zum... Kann ich hier noch nicht schnell reisen? Ach komm, ich würde doch irgendwohin schnell reisen können hier, oder nicht? Oh, erst jetzt. Ich dachte, man kann hier wieder wie im dritten Teil schnell reisen. Na gut, dann fahren wir da doch einfach mal hin. Ist ja jetzt auch keine Riesenroute. Kann sogar noch ein Schild mitnehmen, komm. 7 Kilometer, das geht. Ah, der klingt schon geil, der Volvo. Kannst du sagen, what the world's, das Ding klingt geil. Ja, aber schleich die
Ich habe ein Volvo. Und kein Fiat. No, Mr. Bean Mini. Na gut, Mr. Bean Mini wäre es ja, wenn das so grün wäre, so puppelgrün. Aber der geht schon gut ab, du. Also wir kriegen jetzt schon hier auf der Landstraße einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns jetzt auf der Autobahn begegnet. Oder erwartet. So. Ich hoffe, wir kriegen auch bald ein paar neue Jobs oder so. Es gibt auch so einen Taxi-Job irgendwie oder irgendwas anderes, ne? Weil wir in der vorletzten Folge, glaube ich, haben wir Filmaufgaben gemacht, genau. So cool, wie sie sind. Ich will mal die anderen Sachen fahren oder machen. Ich glaube sogar, das Taxiunternehmen musst du dir ja sogar kaufen, ne? Das ist wohl kostet? 500.000 vielleicht? Du musst ja auch mit dem Eigenkapital da irgendwie einsteigen, oder? Ich glaube, 1 Million nicht. Das wäre ein bisschen heftig für ein Taxi hinter. Ah, das ist Schild. Okay, schon entdeckt. Schon entdeckt, schon entdeckt, schon entdeckt. Jo, 1000 Einfluss. Gib ihn. 150 Einflusstafeln gibt es. Ja gut, die gibt es ja in unterschiedlichen Höhen. Ich glaube, 1000 ist das kleinste. 3000 war bis jetzt das höchste, was ich gefunden habe. Vorteile. Können wir uns noch ein paar Vorteile holen? Ja, Alltagsauto. Ja, kommen wir auch noch. Zack, hau rein. Was ist das hier? Aufgabefähigkeit. Ja, komm, kann man auf Autobahn jetzt bestimmt gebrauchen. 25, das kostet 3. Okay, einfach gekonnt. Absolute Geschwindigkeit. Der Wispin kostet 5. Also, so viel hat der gar nicht. Ja, der wird ziemlich schnell aufgelevelt. Wenn ich jetzt immer eine halbe Stunde fahren würde, hätte ich bestimmt alle Punkte zusammen. Ja, aber gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Auto auch nochmal drankommt in der Folge und dann halt vom leichten Tuning, sag ich mal, ja, einen Maximalaufbau bekommt oder einen Performanceaufbau oder eine Rennvariante vielleicht. Ja, schauen wir einfach mal, was uns da noch so erwartet. So, jetzt holen wir das Schild da rechts noch. Ja, hier, dritte. Nein, Spaß, ich will bloß das Schild noch holen, dann gehen wir mal wirklich Vollgas an die Sache ran. Wir haben noch 1000 Einfluss. Ah, da Oma die Mauer kaputt gemacht. Stehen wirklich so viele Steinmauern rum in England. Jo, Mini, geh weg. So, jetzt bleiben wir jetzt aber auf der richtigen Seite. Ist ja noch jetzt richtig, Schatzi. So, jetzt da. Zum Abschluss der Folge müssen wir Vollgas geben. Okay, das war ein schlechter Start. Jetzt geht das voran. Das eine war halt einfach mal Turboloch des Todes. Aber Turboloch war es ja in dem Sinne nicht. Einfach nur Loch. Ja, ist auch nicht schlecht, aber der Golf war lauter. Er dreht halt echt hoch. Wir haben jetzt 7,5. Ja, die KI schaltet höher. Ich werde doch mal angewöhnen, manuell zu schalten. Weil die KI schaltet zu früh zu hoch. Ja, zu früh hoch. Ja, Hetzer. Das geht auf jeden Fall mehr rein von der Drehzahl her. 300 noch was hat er angezeigt. 330 sowas. Aber wir schaffen mehr. Wir würden schon locker die 350, 360 knacken. Ja gut, vom Getriebe halt. Das Getriebe könnte mehr. Der Motor kann aber nicht mehr. Jetzt soll das Stück Autobahn auch noch fahren. Jetzt mal den Motorway noch ein bisschen ab. Vorne im Kreisverkehr ist er, glaube ich, eh vorbei. Polo, Fox, was auch immer. VW, Kleinwagen-Gedöns. So. Gut, also. 33, 36 sind wir, glaube ich, schon gefahren mit dem. Immerhin. Da vorne ist noch ein Schild. Das eine Schild holen wir noch. Das ist so der Abschluss der Folge. Aber er ging gut voran. Ja, man merkt einfach, es ist trotzdem trotz all dem noch ein schwerer Karren und einfach kein Sportwagen. Ne? Oder fährt Mr. Bean Mini? Mit schwarzes Dach hätte mir jetzt noch gefehlt. Na, Mist.
Aber er zieht schon gut an. Also es ist so, wenn es mal um Beschleunigung geht, so ab 150, 160, hat der schon Bums. Also 100, 200 ist dann schon ein ordentliches Auto. So. Einflusstafel. Wie viel Einfluss haben wir bekommen? 1000. Na, Juti. Dann würde ich sagen, mit Papas allerliebsten Lieblingskombo. Kombi. Ja. Also, das ist schon ein Auto, wo ich sagen würde, Audi oder so. Nee, nehmen wir ein Volvo, wenn was Selteneres. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ja, lasst doch einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Ein Abo natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sind jetzt im Frühling in Forza Horizon und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus und Fürdü.